Hallo zusammen, ich bin Luca Henni und mein Talent ist Tanzen. Also ich mache schon seit 9 oder 10 Jahren Musik. Und dadurch bin ich auch zum Tanzen gekommen. Es war eine deutsche Castingshow im 2017, wo ich wieder teilgenommen habe. Aber eben mit dem Talent zu tanzen. Aber ich konnte es noch nicht können. Und so bin ich dann zum Tanzen gekommen und habe so gelernt, die zwei Aspekte zusammen zu verbinden. Das Tanzen bedeutet mir sehr viel. Es ist wie die Musik, so ein Ventil, wo du den Leuten Sachen kannst erzählen kannst. Es war mir noch nicht immer klar, dass ich mal auf der Bühne stehe. Ich meine, ich habe eine Ausbildung angefangen als Maurer. Da habe ich nicht gedacht, dass ich mal auf der Bühne wieder stehe. Ich bin jetzt aber wirklich gottfroh. Also, ich will mich nicht mehr von der Bühne wegdenken. Wir sind hier in einem ganz besonderen Tanzstudio. Hier habe ich schon oft meine Choreos trainiert. Wir haben vis-à-vis immer die Bandprobe. Deswegen wird immer genau der Raum auch dazu gebucht. Also diesen Raum verbinde ich mit sehr viel Schweiß. Was wollte ich in meiner Karriere noch alles erreichen? Ich glaube, es sind noch ganz viele Schritte, die ich jetzt noch gar nicht weiss. Ich finde es interessant, immer, dass ich mich meistens so im Zwei-Jahres-Schritt immer so ein bisschen neu erfinden. Wir sind einmal fängst mit einem Nightliner unterwegs, das war das Highlight und das werde ich nochmal schaffen. Oh, Heimat bedeutet für mich sehr viel. Es ist so ein bisschen ein Ruhepol. Ich jetzt in Bern läuft ein bisschen weniger, aber ich kann sie sehr geniessen. Ich bin genug unterwegs, das ist immer für mich so ein, ja, ein Punkt, wo meine Family, wo meine engsten Freunde auch sind und wohnen. Also ein Krafttankort. Etwas, das ich überhaupt nicht kann, ist irgendein Zaubertrick oder Six. Oh, es kommt noch viel besser. Zaubern kann ich überhaupt nicht, weil ich bin viel. Du solltest die Leute ablenken und mit Blicken und so. Und bei mir ist das Problem, wenn ich oder auch wenn ich jemanden anschaue und irgendwie probiere, unauffällig zu schauen, sehe ich so blöd dabei aus und die Leute merken sofort, was schaut er mir so komisch an. Also, das ist auf jeden Fall kein Talent von mir. Also wir waren jetzt schon ein bisschen in der ganzen Schweiz unterwegs. Ich war wirklich beeindruckt, was für eine Range die Schweiz zu bieten hat. Überall hatten die Leute etwas drauf. Also zum Glück. Und da bin ich wirklich ja, mega happy. Und immer mega coole Families im Rücken haben sie gehabt, die sie unterstützt haben. Auf eine gute, gesunde Art und Weise. Also ja, es tut gut zu spüren, dass die Schweiz da mega Nachwuchspower liefert.